Hallo meine Freunde, heute möchte ich mit euch besprechen, was die bessere Methode ist, einen Kleiderschrank auszumisten, auszusortieren oder zu überarbeiten. Ihr habt ja abgestimmt und ich glaube auch, das ist der perfekte Zeitpunkt, so ein Video jetzt im Frühling zu machen. Und beginnen möchte ich ganz gerne mit der Frage, wieso sortiert man seinen Kleiderschrank eigentlich jährlich aus oder vielleicht sogar häufiger? Wieso macht man das eigentlich? So, meine Erfahrung bislang ist die, dass sich über die Jahre einiges angesammelt hat, was vielleicht nicht mehr passt oder abgetragen ist. Und vieles hat sich auch angesammelt, was man einfach nie richtig angezogen hatte. Also vielleicht einige Fehlkäufe, die man einfach im Schrank hat hängen lassen, ohne sie noch einmal irgendwie auszuprobieren. Und so sammelt sich einiges aus und letztendlich hat man schon das Gefühl, oder es ist tatsächlich auch visuell so, dass sich dann ziemlich viel Chaos bildet. Und das, was psychologisch dahinter steht, das finde ich, ist die interessanteste Tatsache überhaupt. Wenn euch solche Modevideos gefallen, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen oder wenn ihr diesen Kanal abonniert. Ich mache jeden Donnerstag um 19 Uhr ein Video zum Thema Slow Fashion, ein bisschen Capsule Wardrobe, etwas Minimalismus angelehnt, sowas in die Richtung weniger einkaufen. Wenn euch sowas interessiert, dann würde ich mich über euren Besuch oder Abo freuen. Das, was da psychologisch dahinter steckt häufig, wieso man so häufig ausmistet oder aussortiert, ist die Tatsache, dass man das Gefühl hat, nicht mehr ganz im Einklang mit dem Kleiderschrank zu sein. Das klingt jetzt vielleicht ein kleines bisschen abgehoben, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass das so dahinterliegende ist, was auch häufig gar nicht einem so bewusst ist. Dass das Äußere, das Innere einfach nicht mehr so sehr widerspiegelt. Man hat einfach, glaube ich, keinen Bock, immer so viel Chaos zu sehen, denn man möchte gerne Ordnung sehen. Man hat keine Lust, jeden Tag aufs Neue eine Auswahl im Kleiderschrank vor einem zu haben, wo man einfach davor steht und sich denkt, das geht nicht, das ist schon zu groß, das ist zu klein, das ist zu alt, das passt jetzt zur Saison nicht und so weiter. Also man möchte nicht jeden Tag aufs Neue rumsortieren und immer wieder Sachen vor Augen sehen, die eigentlich gar nicht möglich sind. Vor allem, glaube ich, möchte man auch nicht Kleidungsstücke immer wieder sehen, auf die man eigentlich gar keinen Bock hat, die irgendwie einen einengen, die nicht richtig passen und so weiter. Und da, ab da kriegt man schon so dieses dringende Bedürfnis, auszumisten und da mal wieder Ordnung zu schaffen, um halt Auswahl zu haben, auf die man richtig Lust hat. Und deshalb sortieren viele Frauen jährlich aus und möchten ganz gerne von vorne anfangen. Bei dieser Aussortieren-Methode habe ich das Gefühl, dass das so ewig weitergehen könnte, dass man jährlich immer wieder aussortiert und immer wieder Ordnung schafft. Und grundsätzlich spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, denn es ist immer wieder gut, nochmal zu hinterfragen und Kleidungsstücke vielleicht wegzugeben, an denen andere Frauen mehr Freude haben könnten. Aber ich glaube, wenn man eine Methode sucht, die langfristig funktioniert, wo man nicht immer wieder aussortieren muss und wieder Kleidung wegtun muss, wo man so ein bisschen die Ressourcen spart und seinen eigenen Geldbeutel spart, dann glaube ich wirklich, dass die Methode des Kleiderschranks überarbeiten die bessere Methode ist. Den Kleiderschrank zu überarbeiten, darunter verstehe ich, dass das ja einerseits ein etwas längerer Prozess ist und dass man vielleicht ein bisschen mehr Gedanken reinsteckt in die eigene Kleidung, aber letztendlich lohnt sich das im Langfristigen, denn man wird auf diese Weise es schaffen, nachhaltiger mit seinem Kleiderschrank umzugehen. Man behält die Kleidung vielleicht eher und letztendlich die Einkäufe, die man in der Zukunft macht, die sind viel durchdachter und klüger. Diese Methode möchte ich euch heute vorstellen. Sie ist nicht kompliziert, sie dauert nur ein kleines bisschen länger und sie wird hoffentlich euren Blickwinkel ein kleines bisschen ändern, sodass ihr längere Zeit Ruhe habt und einfach hoffentlich bessere Entscheidungen trifft. Vielleicht könnt ihr mit dieser Methode das ein oder andere Kleidungsstück, vielleicht sogar einen Fehlkauf, dann tatsächlich auch retten und ihm neues Leben einhauchen, weil ihr eure Kleidung vielleicht mit neuen Augen betrachtet und einfach so ein bisschen die Perspektive shiftet. Okay, seinen Kleiderschrank überarbeiten, was gehört dazu? Punkt Nummer 1, das ist jetzt nicht unbedingt von der Reihenfolge wichtig, dass das als allererstes ist, sondern ich wollte es einfach nur zuerst sagen, ist es die eigene Kleidung nach Saisons oder nach Jahreszeiten zu sortieren. Das finde ich sehr empfehlenswert, auch wenn sehr viele das nicht so gerne machen. Ich würde es euch trotzdem empfehlen, es mal auszuprobieren, die gesamte Kleidung aus dem Kleiderschrank rauszuholen und wirklich mal zu schauen, wir befinden uns jetzt momentan zum Beispiel im Frühling. All die Teile, die für den Frühling okay sind, dazulassen und alle anderen Teile erstmal so ein bisschen zur Seite zu legen und dann den nächsten Schritt zu machen. Das wird euch helfen letztendlich, wenn ihr dann euren fertigen Kleiderschrank, die Auswahl dann vor Augen habt, wirklich nur Teile vor Augen zu haben, die auch möglich sind. Die anderen Teile, die sind ja immer noch im Kleiderschrank, nur ein bisschen weiter hinten sortiert, sodass ihr sie immer noch schnell erreichen könnt, aber sie einfach nicht ständig jeden Tag vor Augen habt. Zum Beispiel im Sommer hat man da vielleicht ein Kleid hängen,
und daneben irgendwie so einen fetten Wollpullover, das finde ich irgendwie nicht so passend. Der zweite Punkt ist es, auszusortieren oder auszumisten. Das Wort ist ja so ein bisschen negativ behaftet. Ich benutze es jetzt trotzdem hier ein bisschen. So normal, wie man es halt kennt, dass man sich die Fragen stellt, was passt noch, was nicht, was ist noch gut und was nicht, dass man da so ein bisschen sortiert. Aber stellt euch auch die Frage, was habt ihr so in eurem Leben und welche Kleidung ist euch dafür wichtig? Also wo liegen eure Prioritäten? Das ist nur ein kleines bisschen weiter gedacht. Man stellt sich zum Beispiel auch die Frage, möchte man nur noch Kleidungsstücke im Kleiderschrank haben, die dem eigenen Figurtyp entsprechen, die einem besonders stehen? Möchte man nur noch die Farben tragen, die dem eigenen Farbtypen stehen, oder möchte man Ausnahmen machen, ist es einem vielleicht nicht so wichtig? Kann man einige Kleidungsstücke, die irgendwie nicht so ganz stimmen, vielleicht umnähen lassen, sodass man da diese Teile ein bisschen besser gestaltet, sodass man vielleicht auch sogar Fehlkäufe rettet? Möchte man in Zukunft ein kleines bisschen ressourcensparender mit Kleidung umgehen oder nicht? Dazu gehört letztendlich auch, dass man ein bisschen kreativer über die Kleidung nachdenkt, die man vielleicht aussortiert hätte, sodass man vielleicht diese Teile doch noch retten kann, indem man sie tatsächlich vielleicht umnäht oder vielleicht anders kombiniert. Dazu muss man einfach ein kleines bisschen experimenteller an die Sache rangehen und viel ausprobieren, da einfach Spaß daran haben. Einfach neu rumprobieren, kombinieren und so weiter. Ich habe zum Beispiel auf diese Weise schon einige Fehlkäufe retten können, weil mir einfach bewusst geworden ist, ich habe nicht genug damit ausprobiert und mir ist noch nicht bewusst geworden, mit wie vielen Teilen diese Fehlkäufe in meinem Kleiderschrank kombiniert werden können. Punkt Nummer 3 ist es, sich Gedanken über das eigene Leben zu machen und welche Kleidung für dieses Leben sinnvoll ist. Ich habe ja letztens einen Newsletter rausgeschickt und wer Lust hat, sich in den Newsletter einzutragen, den Link findet ihr unten in der Infobox, wo ich über das Fantasie-Ich gesprochen habe in der Mode. Und das finde ich so interessant, wie wir manchmal wirklich so ein Fantasieleben in unserem Kopf ausleben, wie wir manchmal das Gefühl haben, dass wir ein ganz anderer Mensch sind, als wir wirklich sind und dass wir ganz viele Dinge tun möchten, die wir eigentlich nie richtig machen. Und deswegen kaufen wir häufig Kleidungsstücke ein, die eigentlich gar nicht realistisch sind, die wir nie anziehen, und zu diesen Anlässen kommt es nur sehr selten oder sogar nie. So kommt es dann dazu, dass wir Cocktailkleider in unserem Schrank haben, die wir einmal alle 5 Jahre anziehen, dass wir High Heels im Kleiderschrank haben, die wir eigentlich nicht mögen, weil sie voll unbequem sind, oder dass wir voll viele Sportklamotten haben und eigentlich nie richtig Sport treiben, aber man braucht ja die gesamte Ausstattung, man braucht ja 50 Leggings und 50 Oberteile, weil man schwitzt ja rein und so weiter. Also ihr versteht, was ich meine. Stellt euch die Frage, was ist realistisch für euer Leben, was macht Sinn und welche Kleidung passt wirklich dazu? Also Punkt Nummer 4 ist es tatsächlich, die aktuelle Auswahl, die man so vor sich sieht, dahingehend zu hinterfragen. Also wirklich, wo sind die Prioritäten, da so ein bisschen sortieren und dann nochmal gucken, was ist realistisch für mich, was möchte ich ausleben, da auch nochmal so ein bisschen sortieren und hinterfragen. Schritt Nummer 5 wäre es, seinen Stil zu beschreiben. Und das finde ich sehr interessant. Das ist ja etwas, was man beim jährlichen Ausmisten eigentlich nie richtig macht. Vielleicht ist man sich auch nie richtig bewusst darüber, welchen Stil man eigentlich hat oder wo man eigentlich vielleicht hin möchte. Aber das finde ich so, so spannend und spaßig und aufregend, aber auch hilfreich, weil man, indem man sich Gedanken über den eigenen Stil macht, auf diese Weise dann auch später zukünftige Einkäufe viel besser einordnen kann und viel besser spüren kann, ob es wirklich das eigene Ding ist oder nicht und in welchem Bereich bewegt man sich eigentlich. Zum Beispiel könnte es sein, also ich beispielsweise habe meinen Stil beschrieben als casual romantisch. Ich würde behaupten, dass die meisten Menschen eine Art casual in ihrem Stil haben. Man möchte ja auch, dass seine eigene Kleidung bequem ist und so weiter. Aber so einen romantischen Touch sehe ich bei mir auch, wie zum Beispiel hier am Dekolleté heute, ein bisschen Rüschen, hin und wieder so ein paar runde Elemente im Schnitt, das finde ich immer sehr, sehr schön. Versucht auch mal euren Stil zu beschreiben und sich das zu merken und auch da wieder die Auswahl dahingehend zu hinterfragen, was sehe ich gerade vor mir, wie sieht das aus oder wo möchte ich hin. Okay, dann kommt jetzt auch schon der Teil, wo man seinen Kleiderschrank wieder füllt. Ich würde die aktuelle Saison nehmen und sie in den Kleiderschrank packen, wenn ihr irgendwie noch Platz habt. Letztendlich war die ganze Kleidung ja irgendwie da drinne.
Hängt dann eure anderen Teile, die nicht zur Saison gehören, weiter nach hinten oder auf die eine Seite des Kleiderschranks? Also irgendwo so, dass ihr sie wegsortiert habt und in eurem Kopf und auch visuell so eine kleine Trennlinie habt, sodass ihr wisst, das ist das Aktuelle und der ganze Rest, das ist für später, für andere Saisons. So schafft ihr einfach ein kleines bisschen mehr Ordnung und für euch auch Freiheit. Okay, beim Schritt Nummer 8, das ist das, was vermutlich längere Zeit in Anspruch nehmen wird, aber das ist auch richtig schön und das ist ein schönes Gefühl, die Lücken, die man im aktuellen Kleiderschrank sieht, langsam mit qualitativ hochwertigen Teilen füllen. Das ist meine Empfehlung. Ihr könnt natürlich Teile kaufen, die euch Spaß machen, auf die ihr Bock habt. Ich würde nur wirklich empfehlen, Teile auszusuchen, von denen ihr glaubt, dass ihr jahrelang Spaß daran haben werdet, und wenn es qualitativ hochwertige Teile sind, dann werden sie auch nicht innerhalb von 5 Wäschen ranzig aussehen und nicht mehr so schön aussehen, sodass ihr nicht schon wieder nächstes Jahr ausmisten müsst. Das wäre richtig cool, da eine sehr durchdachte Auswahl zu treffen und zu sagen, ich kaufe jetzt nicht einfach so einen, wonach mir der Sinn steht, sondern ich kaufe einen und mache mir so ein paar Gedanken, dass das Teil auch wirklich zu dem Rest passt, dass das auch wirklich gut eingefügt ist und ich es auch wirklich tragen werde. Ich habe jetzt schon, ich glaube, seit 3 Jahren nicht mehr ausgemistet und das ist echt das beste Gefühl. Das Einzige, was ich mache, ist jede Saison alte Saison wegzulegen und die aktuelle Saison wieder reinzuhängen und fertig. Und so könnt ihr dann im Schritt Nummer 8 dann in der nächsten Saison euch wieder die Frage stellen, fehlt mir etwas, was ich jetzt kürzlich ausgemistet habe, könnte da ein Teil, ein Ersatzteil hinzukommen, was mehr Sinn für mich macht. Und ja, so von Saison zu Saison kann man so ein bisschen da vorwärts arbeiten und Schritt für Schritt langsam seine Garderobe aufbauen, sodass sie richtig geil ist. Wenn ihr Lust auf eine Challenge habt, ich habe ja in den letzten Wochen eine richtig coole E-Mail-Challenge erarbeitet. Das ist die Stilbewusst-Challenge. Diejenigen von euch, die meinen Workshop vor ein paar Monaten mitgemacht haben, der hieß ja auch Stilbewusst, die werden in dieser E-Mail-Challenge einige Wiederholungen sehen. Ich habe einfach gedacht, weil wir diesen Workshop nicht mehr machen, mache ich eine E-Mail-Challenge daraus. Das ist eine richtig, richtig coole Challenge. Oh, ich bin so stolz darauf. Ihr werdet dann an 5 aufeinanderfolgenden Tagen eine E-Mail mit einer Tagesaufgabe bekommen, die euch und euren Kleiderschrank so ein bisschen herausfordert. Wir fangen mit dem Kaufverhalten an. Dann gucken wir uns auch ein bisschen die Figur an. Ich habe ja Mischtypen für meinen Online-Kurs entwickelt. Da werde ich sie euch vorstellen. Dann gucken wir so ein bisschen weiter Richtung Stil und auch, wie man seinen Kleiderschrank sinnvoll füllt. Also wer Bock auf so eine Challenge hat und da seinen Kleiderschrank ein bisschen zu überarbeiten, den Link dafür lasse ich euch unten in der Infobox. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch eintragt und mir auch so ein bisschen Feedback gebt, was euch gefallen hat und so weiter. Macht das gerne. Und ansonsten könnt ihr euch hier mein letztes Video angucken. Ich habe über die Dinge gesprochen, die ich nicht mehr einkaufe. Also die Modetrends, die ich mir dieses Jahr spare. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 'Cause I have the power.